Meine charismatischen Wassermänner. Mai, wo steckt ihr? Spirit, kannst du mir bitte zeigen, wo stecken gerade meine Wassermännlis und wohin geht die Reise im Mai? Was wird gesehen werden? Was möchte gesehen werden? Welche Situation in 3D stecken sie gerade? Worum geht es? Welche Transformationsenergie? In welcher Transformationsenergie stecken meine Wassermänner? Wassermännlis. Reparaturarbeit. Das wundert mich nicht, das ist ja bei uns allen, aber die Karte kommt trotzdem bei euch nur raus. Ganz kurz, Wassermännlis. Okay. Meine Wassermännlis, ihr wisst ja auch, ihr seid Fixzeichen, okay? Fixzeichen heißt nichts anderes, als dass es euch schwerfällt, neue Wege einzuschlagen, okay? Also bei meinen Luftzeichen sind es immer die, also sind es die Wassermänner. Da könnt ihr auch echt immer Probleme haben mit Umdenken und neues starten. Ihr braucht es auch sehr übersichtlich und alles ein bisschen gleich, okay? Also, Reparaturarbeit, okay? Entweder ihr seid schon mittendrin, entweder bei euch, bei eurer Umgebung, mit Freunden, mit Familie, dass ihr seht, es gibt bestimmte Dinge, die kann man reparieren, darüber redet man jetzt auch, weil man das einfach, es nervt einfach langsam, in dieser Phase zu sein. Es kann aber auch natürlich sein, dass ihr merkt, nee, da möchte ich einfach das nicht mehr reparieren. Es tut mir nicht gut und deswegen werde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Erneuerung. Ja, lass uns schauen. Genau, ne? Dass es sein kann, dass ihr bestimmte Sachen jetzt verlässt einfach oder Handlungen, die ihr gemacht habt, damit es in die Erneuerung gehen kann. Switches, wie es für dich ist. Meine Wassermännlis reden heute viel, das finde ich gut. Wir haben Atmen, okay, für euch im Mai. Diese Karte klingt immer so, ja, Atmen. Diese Karte ist so ungemein wichtig, die wird so selten wahrgenommen. Schaut mal, Bausteine und trautes Heim. Okay, ich bin hier in einer Gruppe von meinen Wassermännlis, wo es darum geht, dass es dieses Zuhause gerne in sich, aber auch um sich herum, gerne erneuert werden darf und soll. Okay, da kommt ihr nicht drum rum. Und zwar sehe ich, dass durch die Karte Erneuerung, die 46 ist die 10, also 4 und 6 ist 10, das ist die 1. Das heißt, ihr fangt jetzt an, da wirklich abzuwaschen, anzuschauen, was dir helfen wird. Ist definitiv, und da haben wir wieder die 29, 9 und 2 sind 11, zweimal die 1, eine Meisterzahl übrigens, atmen, dass du wirklich im Hier und Jetzt bleibst, damit du in deine Kraft kommst, okay? Mai, ich glaube echt, das ist deine einzige Botschaft, so banal sie ist, die dir helfen wird, durch diese Erneuerung auch nicht ganz so, ja, dass es dich nicht ganz so weghaut, okay? Und schon wieder die 1. Also ihr fangt jetzt hier richtig an, ne? Bausteine. Kann sein, du hast gerade jemanden verlassen oder bist dabei und willst anfangen, dein Leben wirklich so zu gestalten. Kann man das hier sehen überhaupt? Ja, ne? Du hast das Fundament jetzt geschaffen, du erneuerst dich langsam, langsam aber sicher holst du dir die bunten Steine für dein Haus und zwar so, wie du es möchtest. Schau, dass du schön im Hier und Jetzt bleibst, dass du wirklich nicht zu viel auch machst, sondern alles schön ruhig und smooth machst. Diese Reparaturarbeit ist da und wir haben bei dem trauten Heim auch die Nummer 5,
Okay, das heißt, es ist Veränderung pur. Also hier wird einiges definitiv im Mai starten, sei es zuerst im Kopf gedanklich oder tatsächlich schon auf 3D-Welt, in der 3D-Welt. Welche Herausforderung könnten hier, es kann auch, das traute Heim kann es auch du sein, dass du Reparaturarbeit machst, dass du dich selber für dich erneuern möchtest und für dich deine Welt dir erschaffst. Es muss nicht mit Partner sein, ja, trautes Heim. Schau, dass auch du, dass du bitte ein bisschen da gerne in die Meditation gehst. Geistige Rat. Was gibt es? Was Seelenthema zu dem Ganzen hier? Und falls du es noch nicht machst, dann kommst du nicht drum rum, höre ich gerade. Wow, ihr habt aber echt viel Wassermännlis. Reparaturarbeit mit anderen zusammen. Ja, kann gut stattfinden, aber auch mit dir an sich. Also da wirst du auch hingetrieben. Kann sein, dass du ein bisschen Chaos und Konflikt kriegst. Sorgen. Ich lerne, dass Sorgen die Dinge nicht zum Besseren wenden. Meditation hilft. Loslassen. Ich kann mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen. Fällt euch immer ein bisschen schwer, ne? Wassermännlis. Das ist mir zu viele Spirit. Vertrauen soll ich euch zeigen. Ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Auch ihr sehr, sehr gerne in eure Intuition gehen und annehmen. Ich lerne, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Also hier kann es sein, dass ihr wirklich merkt, hier will etwas Neues kommen, erneuert werden. Bausteine sind da, die könnt ihr euch schon langsam machen. Hier geht es tatsächlich super schön eigentlich. Neuanfang. Was für euch natürlich aber eine Challenge sein kann, meine Lieben, ne? Weil ihr sowas ja nicht so mögt als Fixzeichen. Es fällt euch schon schwer, Sachen neu zu bilden. Okay? Atmen, zeigen Sie mir immer wieder. Tu so, als ob. Ganz cooles Spiel. Tu so, als ob ist, okay, ich habe Situation XY für mich bereinigt, das Gespräch ist gut gelaufen oder ich mit mir, ich arbeite jetzt wieder schön an mir. Zum Beispiel, ich habe jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, du ernährst dich schlecht, trinkst zu viel Kaffee, rauchst zu viel, trinkst zu viel Alkohol, wie auch immer. Tu so, als ob du nur am Wochenende ein Glas Wein trinkst, unter der Woche Sport machst, dich gesund ernährst und überleg dir das einfach. In dem Moment kriegst du auch diese Energie. Das ist Kraft der Gedanken. Coole Geschichte, wird viel zu selten noch gemacht. Und die neuen, Vollendung. Also hier passiert viel bei euch, Wassermännlis. Es kann auch gut möglich sein, dass du dich mit jemandem wieder versöhnst. Und ihr kommt beide in die Erneuerung und zieht zusammen auch ein, ja? Biber, schaffe eine solide Basis. Okay, das ist das, was man dir auch sagt. Schaffe eine solide Basis, was haben wir darüber geredet? Dein Fundament ist da, okay? Bloß, okay, und was sie mir nämlich zeigen ist aber, nicht anfangen hier schon deine Welt schön zu machen, wenn dein Fundament nicht passt. Also es kann gut möglich sein, bei der einen Reisegruppe, dass du erstmal diese solide Basis schaffen musst. Und das wird dir der Mai auch zeigen, dass Erneuerung stattfinden muss, indem du einiges reparierst mit anderen oder du mit dir selber. Man muss selber erstmal mit sich klar sein, ne, bevor man überhaupt mit jemand anderem auch zusammenleben kann. Ansonsten funktioniert das nicht. Das geht auf Dauer nicht gut, das ist nicht ehrlich und das ist auch nicht gesund. Okay? Alles klar, tu so, als ob. Und Dinge annehmen, die du nicht ändern kannst. Also bei der Reparaturarbeit auch ganz, ganz wichtig, meine Wassermännlis. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann fang nicht an, da zu kontrollieren. Okay? Du wirst geleitet von deiner inneren Stimme. Schon wieder Kontrolle. Ich kann mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen. Also hier ist jemand, der sehr, sehr viel kontrolliert in diesem Punkt, was nicht gut ist und sich die ganze Zeit Sorgen macht. Ja? Also, träum dir das gut. Als wäre es schon passiert alles und dann in dem Moment gehst du in eine höhere Energie. Okay? Meine Lieben, Wahnsinn, also meine Wassermännlis haben es am krassesten jetzt als Botschaft.
Aber nicht negativ, auf keinen Fall. Bloß als Fixzeichen ist es für euch halt immer so ein bisschen schwierig. Aber ihr seid ja beschützt. Ne? Wisst ihr was? Ihr kriegt von mir Danke. Kanarienvogel, sing dein eigenes Lied. Super. Irgendwie passt diese Karte noch. Jetzt fühlt sich's rund an. Jetzt kann ich euch gehen lassen. Also, Wassermännlis, sing dein eigenes Lied. Nicht das, was man dir vorzwitschert. Nicht das, was du zu tun hast. Nicht das, was sich gehört, sondern was du für dich fühlst und deine innere Führung möchte mit dir arbeiten, was richtig ist. Okay? Und zwar im Guten. Also, bis dann. Namaste.